Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In 2. Chronik 20, Vers 17 steht: Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Auch du brauchst nicht zu kämpfen. Geh dorthin ans Kreuz und lade ab. Er möchte dich retten aus allen deinen schwierigen Situationen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute habe ich das Thema Frieden für deine Umstände. Und du darfst uns auch wieder gerne deine Gebetsanliegen schicken auf gebets@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Frieden für deine Umstände. Heute Morgen habe ich einen Post gelesen von François Dutroux, den wir kennen aus Südafrika. Er schrieb: Den Frieden, den wir unter idealsten Umständen haben, ist derselbe Friede, den wir in schwierigen Umständen haben. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir schwierige Umstände haben, den Frieden suchen? Ich brauche Frieden über dem und jedem. Es ist wirklich im Glaubensleben so, dass wir in guten Zeiten nach Frieden schauen sollen, nach Ruhe schauen sollen, dass wir, wenn es richtig hektisch wird, es wirklich haben. Und da hat er wirklich recht, dass das der gleiche Frieden ist. Wenn wir in Frieden haben in guten Zeiten, wird es auch der Friede sein, den wir in schwierigen haben. Suchst du nach deinem Frieden? So viele geben dann Empfehlungen, und wenn man in der Hektik Frieden sucht, ist das recht schwierig. Man liest Bücher und trotzdem passiert nicht viel. Ratgeber, wie komme ich zum Frieden? Und dann kommt man schnell auch in solche Entspannungstechniken rein und auch in andere Religionen rein, wo dann irgendwie Ruhe und Frieden vorhergesagt wird. Aber das ist nicht immer der Friede, der von Gott kommt und den wir brauchen. Ja, du sagst, ja, da mache ich Urlaub, da finde ich meinen Frieden. Oder ich gehe in den Wald, ich finde meinen Frieden. Oder mit Wasser oder was auch immer. Ich sage dir, den Frieden findest du nur bei Jesus. Der Friede, der hält. Das andere ist für den Moment, aber der Frieden, den hält, den findest du bei Jesus. Und du darfst wirklich Gottes Frieden anzapfen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die gehören zusammen. Darfst du wirklich anzapfen und genieß das. Du hast den Zugang, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Ja, ich möchte meinen kurzen Input damit schließen. Philipper 4, Vers 7. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Danke, Herr. Herr, danke, dass dein Friede unendlich ist. Aber Herr, lass uns auch erkennen, dass er nicht automatisch da ist, sondern dass wir eintauchen in deinen Frieden und in deinem Frieden dich erleben. Und Herr, dass wir Frieden tanken in guten Zeiten und in schlimmen Zeiten, Herr, dass er da ist, dass wir ihn gebrauchen können. Herr, dass es ist wie ein Vorratsspeicher, Herr, dass wir Frieden haben in Zeiten, wo auf der Welt kein Friede ist. Ich danke dir. Amen. Amen. Bevor wir hören, was Gott getan hat, wollen wir beten für Menschen, die uns ihr Gebetsanliegen geschickt haben. Und so schreibt uns jemand ein Anliegen für eine Freundin. Da schreibt eine Frau: Ihr Lieben, könnt ihr bitte für meine Freundin beten, die seit Monaten keinen Geschmack mehr hat und eine brennende Zunge? Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, diese Freundin kennst und dass du ihren diesen Mund ausspülst mit deinem heiligen Balsam. Danke, dass alle Geschmacksnerven wieder in Ordnung kommen und dass diese Zunge wieder ihre normale Funktion übernimmt. Danke, Jesus, dass du das tun kannst, und wir vertrauen dir von ganzem Herzen, dass du eingreifst. Danke für diese Gebetserhörung. Amen. Nein. Und eine Frau bittet um Gebet. Sie schreibt: Hallo, liebes Gebetsteam. Vor circa 5 Monaten wurde erst mein linkes Bein Stück für Stück dicker. Das ist Wasser im Bein, Lymphödem. Danach auch mein Gesicht und an den Backen. Eine richtige Diagnose gibt es nicht. Habe einen MRT-Termin. Ich bitte für Heilung, denn Jesus hat immer meine kleinen Wehwehchen geheilt.
Alle Ehre dem Herrn. Danke für eure Gebetsunterstützung. Ja, und das wollen wir auch tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, mit diesem Lymphödem, mit diesem Wasser, mit diesen Wassereinlagerungen in den Beinen und auch im Gesicht, an den Backen. Und ich danke dir, Jesus, dass dieses Wasser abfließt, dass diese Lymphe wieder normal funktionieren und dass diese Wasseransammlungen verschwinden. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft und dass du diese Frau durchströmst und dass es wieder vollkommen in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet, wenn du Gebetshilfe brauchst. Und eine Frau bittet um Gebet. Folgendes schreibt sie: Ich wäre dankbar, wenn Sie für meine Gesundheit beten würden. Nach einem bei mir vorgenommenen Bluttest bekam ich diese Woche einen negativen Befund. Einige Werte sind zu hoch, und zwar Leberwerte, Muskelzellen und Bauchspeicheldrüse. Wir glauben und vertrauen unserem treuen Herrn für vollkommene Heilung. Herzlichen Dank im Voraus und Gottes reichen Segen für Ihren kostbaren Dienst. Ja, das ist eine gute Voraussetzung, wenn die Person, die es betrifft, auch schon im Vertrauen sich an Gott wendet. Und Herr, das wollen wir auch machen. Wir wollen uns damit einklinken, Herr, fürbittend. Herr, danke, Herr, dass auch da diese Werte wieder alle in den normalen Bereich kommen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dein Blut vergossen hast, Herr, dass auch unser Blut Heilung empfängt. Ich danke dir dafür, dass wir Heilung erleben dürfen. Herr, auch diese Person, ich danke dir dafür, dass alles verschwindet und alles verschwindet, was Krankheit bedeutet. Und Herr, dass das Blut, Herr, wieder in die normale Ebene kommt, Herr, was die Überschrift hat, gesundes Blut. Ich danke dir dafür, dass wir das ausrufen dürfen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und aus Österreich kam dieses Gebetsanliegen für den Ehemann. Sehr geschätztes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für meinen Mann. Er hat seit längerer Zeit an Durchfällen zu leiden. Leider ist die Sache jetzt akut geworden. Der Hausarzt hat ihm Medikamente gegeben, die nicht wirklich helfen. Ich bitte dringend um Gebet. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße. Ja, es ist wirklich schön, wenn nichts mehr hilft, dass es noch eine Hilfe gibt, an die wir uns wenden können. Oftmals nehmen es die Menschen als die letzte Option. Es ist eigentlich besser, man nimmt es als die erste Option, aber egal. Wir wollen jetzt dafür beten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dort, wo Ärzte keinen Rat mehr wissen, Herr, ich danke dir dafür, dass du auch in dieser Situation der Helfer, der Heiler bist, der Befreier bist, Herr, dass du Wunder tust, Herr, auch an diesem Menschen in wunderbarer Weise, Herr, dass der ganze Durchfall aufhört und dass normal, Herr, alles funktioniert, den Darm, Herr, dass da wieder Ruhe reinkommt, ein Gleichgewicht, Herr, wie es sein soll, dass es richtig normal funktioniert. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist so genial und es freut uns immer wieder zu hören, was er getan hat. Gott streitet für uns, wenn wir unser Anliegen in seine Hände legen. Und ein Mann schreibt uns folgende wunderbare Begebenheit. Danke für eure Gebetsunterstützung. Im großen Unrecht, das meiner Mutter von der Sozialbehörde widerfahren ist, wurde heute eine einschneidende Korrektur vorgenommen. Alle Außenstände wurden nachgezahlt. Jesus hat für uns gestritten und den Sieg errungen. Ihm sei alle Ehre. Ja, wenn wir unser Anliegen auf ihn werfen, dann ist er auch unser Versorger. Und eine Frau aus der Schweiz schreibt uns ihre Gebetserhörung. Vor circa einem Monat bat ich euch um Gebetsunterstützung wegen eines Gerinnsels am linken Fuß, das ich seit längerer Zeit hatte. Danke vielmal für eure Gebete. Das Gerinnsel ist weg. Halleluja, schreibt sie. Und ebenfalls aus der Schweiz berichtet uns diese Frau, was Gott bei ihrem Enkel getan hat. Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich euch mitteilen, dass unser Enkel keine Kopfschmerzen mehr hat. Vor circa 3 Wochen bat ich euch um Gebet für ihn. Das Cortison konnte reduziert und kann bis in 2 Wochen ganz eingestellt werden.
Wie schön. Eine Frau bat fürbittend um Gebet und berichtet nun, was geschah. Im Sommer habe ich euch um Fürbitte für einen Bekannten gebeten, der Tumore in der Speiseröhre hatte und fast nichts mehr essen konnte. Die Tumore haben sich zurückgebildet. Er kann wieder alles essen. Wie wunderbar. Gott erhört Gebet. Das hat auch diese Frau aus den neuen Bundesländern erfahren. Sie schreibt, ich möchte mich für Ihre Gebetsunterstützung bedanken. Mein leidiges Problem ist beseitigt. Gott hat eingegriffen und mit meinem Darm ist alles wieder in Ordnung. Wie wunderbar, wenn Gott eingreift und wir dürfen es erleben. Hat er auch bei dir eingegriffen? Hast auch du es erlebt? Sei es ein kleines Wunder, sei es ein großes, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet und die ganzen Verbindungsdaten kennst du. Wir wollen es gerne vorlesen, um anderen wieder Mut zu machen. Ja, ich sage dir, tanke Frieden. Frieden, den du brauchst. In Zeiten, wo du tanken kannst. Es gibt Zeiten, da ist so viel Hektik, da ist so viel Unruhe, da musst du davon zehren. Drum nimm jede Gelegenheit, tanke Frieden bei deinem Gott. Auch für dein Anliegen möchten wir beten, wenn du uns es wissen lässt. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, du weißt, jeden Sonntag sind wir auch für dich da im Gottesdienst. 10 Uhr Beginn der Gottesdienst auf YouTube oder auf unserer Webseite kannst du uns schauen. Du kannst auch den Gottesdienst den ganzen Tag noch über YouTube anschauen. Wenn es dir um 10 Uhr nicht gelingt, kannst du den auch mittags anschauen. Und sag es auch anderen weiter, dass sie diesen Gottesdienst sehen können. Wir hoffen, wir haben dich auch heute wieder ermutigt und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.